Hola, was geht? Herzlich willkommen endlich, endlich, endlich wieder zu einem neuen Speedbuild hier auf meinem Kanal. Und wir haben hier heute ein Grundstück, was in Eco-Leben einfach mal dringendst renovierungsbedürftig war. Und das ist die Bar in Port Promise. Da leben auch unsere netten beiden Sims, Maddie und Jonathan, daneben. Und ja, ich habe mir gedacht, ich möchte aus dem Ding eine geile, umweltfreundliche Bar machen. Und dann haben wir einfach mal so ein bisschen rumprobiert, haben wir einfach mal ein bisschen rumgezogen. Und dann sind die Visions wieder gekommen, ja. Also, wer uns aus dem Twitch-Livestream kennt, wir bauen mittlerweile schon öfters mal unter der Woche in Twitch live. Also, wenn ihr Bock habt, kommt mal vorbei. Der weiß, dass wir uns immer thriven lassen. Thriving on the wave of creativity. Das ist ein schwieriges Wort hier. Auf jeden Fall, ich lasse mich immer ein bisschen treiben und ich habe irgendwie gedacht, ich will in der Mitte Wasser haben. Keine Ahnung. Und das sind dann die zwei Leerräume dort und ich habe richtig Bock gehabt, mal mit so fancy Dächern zu experimentieren. Ich mache irgendwie, ich bin noch nicht so gut in Roofwork und dann dachte ich mir, ich probiere jetzt einfach mal richtig fancy Dächer aus und habe dann rausgefunden, dass es ja diese Erweiterung der Dach, also das, die Erweiterung des Dachtools gibt, wenn man sozusagen, ja, ich glaube STRG, F, bla, ich weiß es nicht, vielleicht schreibe ich es euch irgendwo hin, wenn ich es bis dahin finde, STRG, F. Ich glaube schon, drückt, dann hat man nochmal mehr Punkte und kann so richtig schöne Wavy-Dächer, ja, so machen, wie ich das jetzt hier auch in dem Ding gemacht habe. Und ich habe einfach mal experimentiert. Ich wollte was Verrücktes, verrückte Dächer und ja, ich wollte dann auch so einen Baum da noch irgendwie mit ein integrieren. Der geht durch das Gebäude durch und wächst dann oben raus. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, Echo, Baum, grün, passt. Und deswegen haben wir das genau so gemacht. Ja, ich bin mega zufrieden mit den Dächern. Also wirklich, ich habe sehr viel wieder aus dem Speedbuild rausgeschnitten, damit ihr nicht wieder mit 1,5 Stunden lang Speedbuild genervt werdet. Und ich habe sehr viel mit den Dächern rumexperimentiert, muss ich sagen, bis ich diese Form so hingekriegt habe, dass ich mir denke, wow, das sieht schön aus, das passt ganz gut zusammen und so. Ja, aber ich habe viele Objekte aus dem Eco-Lifestyle-Pack genommen, weil es eben ja auch in der Eco-Lifestyle-Welt halt sich abspielt und habe dann versucht eben so ein Industrial-Look, es heißt ja auch, also da steht noch Bremswagen, das ist glaube ich der Name vorher, danach ist es die Industrial Eco Bar und da habe ich halt versucht, so ein, ja, so industrielle Flair reinzubringen, indem wir so Stahlträger haben und Backstein und alles. Aber das Ganze ist, es ist ja auch am Bahnhof und das Ganze ist ein bisschen, ja, aufgehübscht oder modernisiert worden und das halt eco-friendly und viel Grünzeug und ja, ich habe gesehen übrigens, dass man nicht alle Objekte einzeln mit dem Toolbar drehen muss, sondern dass man anscheinend auch gedrehte Objekte irgendwie kopieren kann. Ich muss noch herausfinden, wie. Wenn ihr wisst, wie, dann schreibt es in die Kommentare, denn ich bin letztes Mal durchgedreht, als ich das bei Kate Emerald im Video gesehen habe und ich dachte mir so, oh nee, ich dreh die Dinger alle einzeln. Was ist mit mir falsch? Auf jeden Fall haben wir hier zwei Wasserfälle rechts und links gemacht mit diesen, ja, ihr kennt es vielleicht aus der Let's Build-Folge, da, also falls euch interessiert, wie wir den Wasserfall genau especially gemacht haben, especially im Detail gemacht haben, dann schaut in der Let's Build-Folge Wasserfall und Bach bauen von der Nachhaltig-Leben-Hütte jetzt und da habe ich das nochmal reingemacht und ja, ich habe jetzt versucht, so einen runden Pool damit zu simulieren und habe den Rest, dadurch, dass es ja nur so ein Naturteich ist und dass es nur so ein Naturpond ist, ja, habe ich gedacht, gut, deckst du das mit Pflanzen und mit Steinchen ab. Das macht man nämlich immer, wenn irgendwas cringe aussieht. Man macht Steinchen und man macht Pflanzen drüber und ganz viele Büsche und ganz viel Zeug. Das hilft nämlich immer und sieht immer total gut aus. Und ich freue mich einfach gerade nur so richtig, dass ich mal wieder ein Speedbuild fertig gemacht habe für euch, denn ich bin eine faule Sau, die gar keinen, also ich hasse Speedbuilds schneiden, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Dadurch, dass ich so langsam baue und dass ich sehr viel rumprobiere und das eigentlich so eher ein kreativer Prozess und so ist, muss ich sehr viel schneiden. Ich habe mir jetzt überlegt, eine andere Aufnehmtechnik zu verwenden, und zwar nämlich nur das aufnehme, was ich im Endeffekt dann auch so umsetze. Und da muss ich nicht mehr zum Beispiel sowas rausschneiden. Also ich habe jetzt hier
wieder diese Basegame-Pfeiler genommen, die ich liebe. Es ist ein Basegame und ich liebe sie. Beton, und Beton ist auch wieder Industrial. Und habe die dann so über so ein rundes, um so ein rundes Fundament gesetzt. Damit kannst du auch immer sehr schön runde Beete machen. Haben wir im Bild, was wir im Twitch-Stream haben, übrigens auch gemacht, was ich auch zum ersten Mal gemacht habe, was ich auch mega cool fand. Und habe dann so runde Formen gemacht und ja, da muss ich nicht immer solche Zwischensequenzen rausschneiden, glaube ich, wenn ich immer nur das aufnehme, was ich wirklich will. Und ich habe für euch zwei 64x64 Grundstücke, die ich in Speedbuilds packen will. Und ich weiß nicht, wie ich das machen will. Ja, da habe ich auch nochmal diese Büsche genommen. Genauso haben wir das Beet auch in dem Twitch-Stream gemacht, Twitch-Stream gemacht. Nur, dass ich die Büsche sozusagen anstatt diese Betonpfeiler dahin gesetzt habe. Auch nice. Also probiert einfach mal ein bisschen auch aus mit so Fundamenten und alles. Und ja, wie gesagt, ich wollte einfach, dass die Bar grün ist, dass die Echo aussieht. Und das sind auch solche Objekte, die man viel zu selten verwendet. Ich habe die jetzt in dem Gebäude, glaube ich, auch noch auf der anderen Seite verwendet. Und das sind so... Ich glaube, die sind auch Basegame und diese Grünflächen. Und damit kann man eigentlich sau viel machen, weil sie sehr individuelle Formen auch haben und passen dann auch vielleicht in die ein oder andere Lücke mal rein oder so. Also probiert das auf jeden Fall mal aus. Und ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bei euch allen bedanken, für die vielleicht nicht die Umstyling-Folge gesehen haben. Ich glaube, da habe ich es auch nochmal gesagt. Ich möchte mich auf jeden Fall für über 100 Abos jetzt schon bedanken bei euch. Das ist mega, 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 mega cool. Und bei 666 Abos machen wir auf jeden Fall was richtig Geiles. Ich habe mir überlegt, vielleicht auch eine Bau-Challenge. Ich weiß es nicht. Ich möchte hier keine Gerüchte spreaden, aber wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem besten Weg dahin. Und ihr seid auf jeden Fall der Grund dafür und ich möchte mich bei euch bedanken. Beste. Hier habe ich auch nochmal, ich weiß nicht, warum wir jetzt so ein bisschen so einen Hänger in dem Ganzen drin haben, hier habe ich auch nochmal... mit diesen runden Pfeilern nochmal so eine Wavy-Wand gemacht, so ein Wavy-Zaun und habe versucht, da noch so ein bisschen so runde Form reinzubringen. Wie gesagt, ich habe versucht, allgemein sehr viele runde und verschiedene Formen und so miteinander eben so zu mixen und zu kombinieren. Und auf der anderen Seite habe ich es aber viereckig gemacht, weil, ich weiß nicht, ein bisschen so asymmetrisch, so ein bisschen künstlerisch. Und es ist zwar eine Heidenarbeit und dass man das auch alles mit dem Toolmod wieder runtersetzen muss, dass es alles auf einer Höhe ist und ja, es ist auf jeden Fall eine Heidenarbeit, aber ich finde, es lohnt sich so und es sieht so gut aus und man kann damit so schöne Dinge und so schöne Beete und Zäune und sowas formen und es gibt diesem ganzen viereckigen Sims-Ding nochmal Abwechslung. Weil einfach, es fehlen ja sehr viele runde Formen im Spiel. Man kann ja sehr viel wenig runde Formen so bei Default machen. Und dann ist es immer schön, wenn man in sein Gebäude irgendwie runde Formen integriert. Und es ist halt der Scheiß, wenn du halt so einzelne Blöcke miteinander so verbindest und ein bisschen was asymmetrisch ist und du dann was anpasst, dann musst du wieder sehr viel hin und her rückeln. Und das ist halt nervig und das ist halt viel Arbeit. Aber wie gesagt, es lohnt sich. Und wenn man die dann noch so ein bisschen runtersetzt, dann sieht man auch dieses Dunkle nicht mehr und hat wirklich so einen eingegrenzten Bereich. Genau. Und das habe ich auch auf beiden Seiten gemacht. Wie gesagt, auf der einen Seite viereckig, auf der anderen Seite rund. Und ich glaube, wir haben, genau, weil auf der linken Seite ist auch sozusagen der Eingang von dem Ganzen. Also da haben wir so einen Eingangsbereich. Und ich hätte so gerne so eine Bar in meiner Stadt. Wie geil wäre das? Hätten wir so eine Bar hier in Ludwigshafen, ehrlich. Aber nein, das ist natürlich ein Drecksloch hier. und ja, ich habe versucht dann hier so ein... Ja, den Eingangsbereich, das ist der mit der runden Seite. Ich habe irgendwie gerade einen Faden verloren, aber who cares. Und auf der anderen Seite habe ich eine Sitzterrasse mit einer kleinen Bühne und sowas. Also, dass man da auch wie in so einer richtigen Bar, wisst ihr, so ein bisschen so, so eine Chill-Out-Area, so eine Chill-Out-Lounge hat. Und dann nutzen kann, um sich da hinzusetzen, da einen schönen Abend zu verbringen und so. Und ich freue mich auch schon, das Ganze im Let's Play zu nutzen, denn jetzt, wo ich das Speedbuild hochgeladen habe, kann ich auch endlich die Bar hochladen oder beziehungsweise ins Let's Play hochladen. Also ihr könnt euch die Bar in der Galerie runterladen unter jasmin-gmt und die ist CC-free und gönnt euch. Und die liebe Sarah von Siaria, ich weiß nicht, wie ich spreche es immer falsch aus,
Forgive me, my girl. Siaria Zockt hat das auch in ihrem Let's Play platziert. Ich habe es zwar selber noch nicht gesehen, zu diesem Zeitpunkt bin ich mir aber schon ziemlich sicher, dass sie es schon gepostet hat. Ich denke, ich weiß es noch nicht, wie schnell ich mit dem Schneiden bin, denn ich bin der Lahmarsch. Hat es auch in ihr Let's Play platziert und sie hat auch gemeint, dass ihr das gut gefallen hat und das freut mich halt. Das ist halt der Grund, warum ich immer Gebäude ohne CC mache. Das ist einfach so mein Ding. Ich liebe es, die Dinge in die Galerie hochzuladen und dass sie jeder benutzen kann und dass man dann nicht nochmal extra CC-Sachen runterladen muss, um die Gebäude zu benutzen und so, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, das zu benutzen. Und da habe ich übrigens, logischerweise ist unter dieser Platte ein Hohlraum, aber dadurch, dass diese Platte da perfekt reinpasst, hat es so abgeschlossen. Ich fand, das sah so cool aus, so viel zu dem Thema. Guckt mal nach diesen Basegame-Teilen und benutzt die häufiger. Ja, ich habe versucht, ja, diesen Eco-Flair da ein bisschen reinzubringen, als hätten das, also echt, als wäre das so eine Bahnhofgaststätte und zwei reiche Hipster-Sims, die halt öko drauf sind, haben sich gedacht, wir renovieren das Teil, wir machen voll das moderne Ding, wir machen da den hippen Ort aus der Stadt raus und die haben das dann halt eben so renoviert, deswegen habe ich in dem Außenbereich auch eine Shisha platziert, also so eine Wasserpfeife, dann so eine Sitzbereich und auch dieser Bühnen- und Lounge-Bereich und so. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich habe schon wieder den Faden verloren und bin schon wieder gesprungen, aber das ist, wenn man im Speedbuild immer so lange und so viel redet. Ich liebe es, die Gebäude hochzuladen und zu sehen einfach, dass ihr meine Gebäude mit neuen Geschichten und neuem Leben füllt und auch andere Geschichten, als ich zum Beispiel erzählen würde. Einfach, dass die Gebäude zu Leben erwecken, wisst ihr? Das ist halt das, was ich halt eben unbedingt möchte und was ich eben supporten will. Und ja, auf jeden Fall haben wir hier jetzt noch ein bisschen Inneneinrichtung und sowas gemacht. Und ich glaube, mein Freund war gerade hinter mir, aber der hat gemerkt, dass ich im Speedbuild bin, deswegen rede ich auch die ganze Zeit am Stück und ich habe ihm gesagt, ich will es nicht schneiden. ja, da haben wir noch ein bisschen von außen dekoriert. Ich weiß nicht, warum ich so lange gebraucht habe oder beziehungsweise so lange die Außenwand einfach weiß gelassen habe und erst dekoriert habe und dann die Außenwand komplett in diesen Brickstones. Das macht irgendwie keinen Sinn, aber egal. Das, finde ich, macht auch übel viel aus noch. Das habe ich also während des Bauens gemerkt, dass die Platzierung von dem Boden und von den Bodenplatten und verschiedene Bodenfarben und Grünzeug und so, das hat so viel ausgemacht und sah dann im Endeffekt so cool aus. Und ja, dann habe ich nochmal so eine Platte unter den Baum gesetzt, damit es auch aussieht, als hätte der so einen Topf. Irgendwas, wo der entspringt, irgendwas, wo der wächst. Und einfach so ein bisschen Realismus rein. Und ich glaube, jetzt habe ich auch die Wand komplett in Bricks gemacht. Ja, siehst du, ich habe es noch nicht mal mitgekriegt. Und es sieht einfach viel besser aus. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, das vorher zu dekorieren. Und das war wieder so, also wie gesagt, ich habe diese Platten voll oft benutzt in dem Gebäude, also weil es einfach auch grün ist. Und da ist mir aufgefallen, dass es mit den Steinen absolut wack aussieht und dass es viel cooler aussehen würde, wenn man da so Beete mit diesen Platten da wieder hinmacht. Und da haben wir wieder diese Runde Form und rechts wieder Runde Form und diese Waves und alles. Irgendwie habe ich es gefühlt in diesem Gebäude. Das meine ich ja, wenn du so auf der Welle so schwebst und wenn du das dann einfach so, ja, wenn du so groovst und groovst, was laber ich? Wenn du so mitgehst und einfach inspiriert wirst von dem Gebäude. Und das ist halt Dings, das ist halt meistens so bei mir. Ich kann, selten zeichne ich was vorher. Wenn ich irgendwie so ein bisschen so einen Lageplan mache, dann zeichne ich mir so ein bisschen so, damit ich weiß, wo was in dem Gelände ist. Aber meistens mache ich einfach und mache dann einfach und lasse mich dann davon irgendwie treiben oder sowas. Und ich finde vor allem jetzt, wo ich das jetzt öfters auch im Twitch-Stream gemacht habe, ist es einfach super geil, mit so Leuten das zusammen zu machen. Man ist viel kreativer, man steht viel mehr im Austausch, man ist viel aktiver auch am Bauen. Und mir kommen da ganz andere Ideen und auch wenn ihr dann mit im Chat seid und dann irgendwie sagt so, wie wäre es mit dem Gegenstand oder wie wäre es, wenn wir das so machen oder das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, geil, ich wäre sonst da drauf gekommen und das gefällt mir dann halt auch. Und seht ihr, jetzt habe ich den Boden hier noch überall angepasst und zugepaved und da noch ein bisschen Wiese dran gemacht und auch den Zaun und alles hin und da haben wir schon wieder irgendwie einen Hänger am Speedbuild, weil ich irgendwie zu dumm bin zum Schneiden. Ich habe keine Ahnung. Ich schneide alles Unnötige aus, aber das lasse ich dann drin. Ist aber auch bei voll viel Stunden Videomaterial ein bisschen schwierig teilweise. Deswegen mag ich Speedbuild schneiden nicht unbedingt so.
Aber das mit dem Boden hat jetzt einfach saumäßig viel ausgemacht und dann auch noch von außen die Pflanzen und so. Und ich wollte da noch irgendwas hin, weil das so ein bisschen naked aussah. Hab mir dann gedacht, das Teil sieht cool aus, wollte es dann mal drehen. Weil ich habe gedacht, irgendwie dieses Muster, wenn man das... Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Da war irgendwo... Also da habe ich echt was Komisches gerade gemacht. What? Ich finde, das Muster sieht irgendwie aus, als wenn es gedreht werden muss. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich habe es nicht gescheit hingekriegt, erstmal, dass es da so hinpasst. Aber dass dieses Muster so nahtlos ineinander übergeht, sieht das so gedreht irgendwie besser aus. Weil mich hat es gestört, weil dieses Deko-Objekt ist ein richtig, richtig geiles Deko-Objekt. Aber wenn du das nebeneinander, 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 dann ist dieses Muster nicht seamless. Und das stört mich. Und damit komme ich nicht klar. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich das drehe, wird das besser aussehen. Und tatsächlich, es hat mir besser gefallen. Und das war auch, dieses Gebäude war auch tatsächlich der Grund, warum ich mir Moschino, ich kann es nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine, Accessoire-Pack gekauft habe, weil ich diese Fenster wollte. Diese Fenster sind industrial, schick and modern. Und das ist halt, wenn dieses Gebäude nicht danach schreit, dann weiß ich auch nicht. Und mir war es halt auch wichtig, dann so Glaselemente und ja, verschiedene Sachen so miteinander zu mixen. Das ganze Ding hat irgendwie so ein bisschen so einen ganz eigenen Stil. Ich weiß nicht, ich finde, es hat so einen ganz eigenen Style irgendwie bekommen. Auch durch die Wavy-Dächer und so. Also man kann da wirklich, glaube ich, coole Geschichten mit erzählen. Irgendwie zwei so Hipster, moderne Sims. So habe ich das irgendwie in meinem Kopf gehabt. Ich male mir sehr gerne auch Stories aus, wenn ich Gebäude male, weil dann kann man dem Ganzen viel mehr Persönlichkeit geben und viel mehr irgendwie authentischer dekorieren und alles. Und, aber trotzdem lässt es immer wieder Interpretationsspielraum für andere, neue Stories. Zum Beispiel für eure. Und das ist halt das, warum ich das CC-frei mache, damit man das eben halt auch hochladen kann. Und ich liebe es dann auch, wenn man mir natürlich auch von den Stories erzählt oder mir vielleicht auch Bilder schickt oder sowas in meinen Gebäuden und ein bisschen was erzählt. Also don't hesitate und ich freue mich, ich würde mich riesig drauf freuen. Und ich freue mich auch mega, das in irgendwelchen Let's Plays und sowas zu sehen. Deswegen braucht ihr nicht fragen, so darf ich dein Gebäude runterladen und benutzen? Ja, deswegen ist es in der Galerie. Take it und füllt es mit Geschichten. Ich würde es lieben und ich würde es auch lieben, wenn ihr mich darauf verlinken würdet, dass ich es auch auf jeden Fall sehe und dann kann ich es ja auch mal sharen oder sowas. Das würde mich riesig freuen. Und ich habe hier, ich fand das Klo mega cool. Ich weiß nicht warum, aber das Klo ist so ein bisschen mein Lieblingsraum in dem Gebäude geworden. Es sind aber auch nur 3 Räume. Aber das Klo, ich weiß nicht, mit diesen Türen. Und ich habe so einen kleinen Klo-Vorraum dann gebaut und dann gibt es halt, es gibt kein männlich-weiblich Klo, das ist einfach ein Unisex-Klo. Und ich habe diese Fenster aus Dschungelabenteuer. Ah nein, ich habe Dschungelabenteuer für dieses Pack gekauft, weil ich das grün hängen wollte. Dschungelabenteuer. Habe die Fenster dann entdeckt, diese Steindinger, die ihr da seht und ich fand die so cool und irgendwie dann noch diese Waschbecken mit diesen blauen Schüsseln und dann der Spiegel dahinter und irgendwie hat mir das mega gefallen. Dann haben wir da auch noch so die Spiegel drüber. Also die, ich liebe diesen Nachhaltig-Leben-Spiegel. Ich glaube, das ist eins meiner Lieblingsobjekte aus dem Nachhaltig-Leben-Pack. Ich habe es nicht gedacht, dass einfach so ein random einfacher Spiegel mein Favorite ist, aber ich finde, der sieht so cool aus über dem Waschbecken oder auch im Flur und der hat auch so einen Retro-Hipster-Schick-Style und ja, irgendwie hat mir das gefallen. Und ich habe da oben habe ich dann so einen ganz einfachen Bar-Aufenthaltsraum mit Tischen und Stühlen und sowas reingestellt. Und dass man den Baum da halt so sehen kann. Und das fand ich auch cool, das habe ich schon bei mehreren gesehen. Die haben das mit Küchen gemacht. Ich habe gedacht, dann machen wir das einfach mal mit einer Bar. Also das ist dieses Wandobjekt, was aus Nachhaltig-Leben kommt, dieses Holzding. Und dann kann man einfach eine Bar oder irgendwas damit verkleiden. Es geht auch mit Küchen. Da würde ich euch empfehlen, dass ihr die Wand immer dahinter löscht. Das macht und dann die Wand wieder dahinter zieht, weil sonst wird dieses Ding immer wieder an die Wand gesaugt und dann könnt ihr natürlich nicht damit die Tresen dekorieren. Das sieht ja dann nicht gut aus, beziehungsweise ist es nicht auf der Trese.
Und ja, dann haben wir ein bisschen rumexperimentiert. Ich finde diese Basecamp-Dinger ziemlich industrial und ich finde auch, dass sie für Basecamp sehr schön sind. Also es gibt nicht so viele schöne Möbel, die so ein bisschen, sagen wir mal, Struktur und Textur und ein bisschen so Oberfläche haben. Und das ist eins von den wenigen Gegenständen, die ich finde, die so sind. Und hier habe ich auch was gemacht. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, was das... ich habe es einfach nur mehrfach platziert. Das sah gerade komisch aus im Speedbild. Das sind diese Dachgiebelhalterungen und ich habe die einfach in Türkis so eins an eins so gesetzt, damit es einfach so eine, ja, so ein dekoratives Element über der Bar ergibt. Irgendwo habe ich mal sowas ähnliches gesehen gehabt, aber ich weiß nicht wo. Und dann noch so die Lampe da reingehängt und irgendwie hat mir das gefallen. Das hat so ein bisschen so sowas Besonderes, sowas Stylisches, wie gesagt, so Hipster-Artistry. Dass die so ein bisschen, die sind ja auch immer so die Leute so ein bisschen künstlerisch drauf und sowas und sehr expressionistisch. Und da habe ich mir gedacht, da passt das doch eigentlich ganz dazu. Und mit diesen zwei Patios außen, mit diesen zwei Stellen, also diese zwei offenen, frei, über dem freien Himmel stehenden Dinger da, wo ich dann auch die Shishan so reingemacht habe, da war ich so unschlüssig. Die ganze Zeit habe ich probiert, so mache ich das, mache ich das, mache ich das, mache ich das. Und es sah einfach alles kacke aus, bis ich dann irgendwie auf den Nenner gekommen bin. Also ehrlich, ich kann solche Gebäude nicht in einem Zug bauen und auch nicht in zwei Zug und auch nicht in drei Zügen. Ich brauche so lange und ich brauche oft auch mal Tage, wo ich nicht an dem Gebäude sitze und einfach was anderes mache. Das war auch letztens im Twitch-Stream so, da habe ich gesagt so, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dieses Apartment, wir fangen jetzt was Neues an. Weil ich brauche einfach mal dann so, ich muss mein Hirn liften, ne? Ich muss einfach auf andere Gedanken kommen, mich ablenken und sowas. Und dann komme ich zurück und auf einmal habe ich einen Kreativitätsschub. Und dann ist es geil. Sonst raste ich aus, dann bin ich unzufrieden, dann hasse ich das Gebäude und dann wird das nichts. Und das habe ich auch mit einer Collab jetzt gemacht, wo ich eine Renovierung gemacht habe. Da habe ich auch ein bisschen rumprobiert und hin und her gemacht. Und dann fand ich es eigentlich ganz gut, aber irgendwie habe ich dann sehr schnell aufgehört und habe die Lust dran verloren und dann ist mir nichts mehr eingefallen, weil es eine Renovierung war und man sollte das Gebäude so komplett ekofreundlich renovieren und ich finde das auch in meiner Galerie, ist eine alte renovierte Fabrikhalle und man sollte es halt so eco-friendly renovieren und da waren schon wieder ein Hänger und das war halt die Sache so. Ich hatte irgendwie eine gewisse Vorstellung, aber ich hatte ja auch schon diese Vorgabe, also diese Vorlage und irgendwie hat sich das nicht so ganz miteinander gedeckt und das war halt so ein bisschen, ne, wo ich mir gedacht habe, ey, fuck my life. Ja, hier haben wir noch ein paar Lichtchen platziert. Ich glaube, wir sind jetzt auch eh schon bald fertig mit dem Gebäude, weil wir sind jetzt auch noch mit der Einrichtung. Haben wir noch ein paar Lichtchen platziert, damit es einfach ein bisschen nachts beleuchtet ist. Und ja, ich habe versucht, irgendwie ist gerade hier voll was abgestürzt am Fenster. Ich habe einfach versucht, so, ja, Details und Beleuchtung und ja, so ein bisschen noch mehr Struktur und Charakter reinzubringen, indem ich so verschiedene Objekte an der Wand noch platziert habe. Und auch hier habe ich die nachhaltig Schlebenstühle gefeiert, was sehr cool ist halt, wenn man so einen Zaun zum Beispiel aus Debug-Objekten zieht. Aber es muss auf jeden Fall ein Debug-Objekt sein, wie zum Beispiel dieser Betonpfeiler. Dann sind die Sims davon nicht gestört, weil es ist kein vorhandenes Objekt. Sie sehen es nicht, sie nehmen es nicht wahr. Also sie können drüber laufen und alles. Also man kann Dinge sehr nah daran platzieren zum Beispiel oder in anderen Gegenständen platzieren und es passiert nichts. Das ist das Coole, was man eben an Debug-Objekten halt so sehe. Ich habe mega viele Hänger an diesem Let's Build drin. Hier sehen wir wieder, wie sich der Plumber die ganze Zeit dreht. Aber ey, diese Overall-Sicht, die man jetzt gerade sieht, finde ich halt schon nice. Wenn man vorher überlegt, dass es voll das trockene Gebäude und sowas war und jetzt ist es so grün und ich fand auch diese zwei Büschchen auf dem Dach irgendwie süß. Irgendwie habe ich da, ich habe es gefühlt auch wieder mit der Form, dann diese zwei runden Büschchen drauf zu machen. Ich habe diese runden Büschchen nie vorher benutzt und jetzt benutze ich sie irgendwie in jedem Gebäude, weil ich mich genau da mit denen angefreundet habe. Und irgendwie hatte ich auch in den letzten Gebäuden auch immer wieder so einen Drang, dieses Teal, dieses Blau, was ich da jetzt an die Wand gemacht habe, dieses Blaugrün oder Petrol oder wie auch immer man das nennen mag, zu verwenden. Fällt mir jetzt gerade auf, weil in der Renovierung, von der ich euch gerade erzählt habe, habe ich das auch benutzt. Nicht die gleiche, aber sowas ähnliches. Und irgendwie habe ich mich mit dieser Farbe angefreundet aktuell. In meinen meisten Gebäuden ist es ja sowieso, ich richte es ein und ich richte es entweder einfarbig ein, also ich habe ein blaues Gebäude, ich habe ein pinkes Gebäude, ich habe ein ja, das war's. Und sonst
sind es entweder nur Farbakzente oder sind halt irgendwie so, sagen wir mal, schwarz-weiß, so wie es halt eben wie meistens ist. Und wenn es halt eben schwarz-weiß ist, dann das ist halt der meiste Style. Na, das Objekt haben wir da noch irgendwie reingetan. Und das ist jetzt, was ich euch gesagt habe. Da habe ich jetzt endlich mal rausgefunden, was ich mit dieser Ecke mache. Und dass ich dann hier die Shisha da noch hin mache. Zwei solche Boho-Teppiche fand ich irgendwie noch passend. Und auch mal ein bisschen abgefucktere Möbel. Und ja, jetzt haben wir einfach nur noch mal kleine Deko-Objekte geaddet und sowas. Dann habe ich noch gesehen, dass, damit es eine Bar ist, braucht es auch anscheinend einen Fernseher. Dann haben wir da, glaube ich, auch noch mal irgendwo einen Fernseher oben an die Wand gemacht. Und ja, dann war es auf jeden Fall eine Bar. Man hat ja immer dieses Dings, dieses rote Dreieck da oben, dass man erstmal so bestimmte Dinge erfüllen muss, damit es auch als diese Art von Grundstück gilt und so. Ja, hier haben wir nochmal ein paar Deko-Objekte. Finde ich immer noch sehr wichtig. Eigentlich ist es ja schon funktional fertig, aber dass man einfach mal noch ein paar... Ja, nee, ich habe mich doch für den alten Sessel, für den anderen Sessel entschieden, oder? Nee. Dass man einfach mal so ein paar Deko-Objekte wie diese Pflanzentöpfe und da noch was irgendwie an die Wand und sowas, das macht schon viel aus. Man braucht so ein bisschen so, ja, Clutter heißt es halt auf Englisch, dass man das da mit so, ja, voll macht. Ja, hier wollte ich das ein bisschen abtrennen, weil wir diesen Bruch zwischen Holz und Bricks haben. Da haben wir ein bisschen Stahlträger gemacht. Und Musik ist natürlich auch wichtig und das sind einfach nur so, ja, wie du sagst, Kleinigkeiten. Und damit das, weil sonst, ich wusste nicht, was mache ich sonst noch dahin, damit es noch ein bisschen mehr aussieht. Kleine Teppiche, kleine Pflanzen, ein bisschen was noch an die Wand vielleicht geklatscht, noch ein, ja. Ich habe auch letztens im Livestream mit einer Zuschauerin, einem Little Devil gesprochen und sie hatte auch gemeint, so, sie geht auch am Ende immer, am Ende gibt sie dann den Debug ein, geht dann in den Debug und macht dann einmal hier so Debug, 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 gotcha, gotcha, gotcha. Und hat das einmal so verteilt. So, ich würde sagen, ich lasse euch die letzten paar Sekunden noch mit dem Speedbuild alleine und ich bedanke mich auf einmal bei euch. Auf jeden Fall bei euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach hoch. Nach oben. Nicht vergessen. Oh mein Gott, ey, warum bin ich so dumm manchmal? Und ja, auf jeden Fall auch noch ein Abonnement da lassen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Speedbuild gefällt oder welches Gebäude ihr euch als nächstes wünscht. Und damit schon mal Peace out von mir.